So, einige haben ja gesagt, wie sieht es bei dir aus? Lichtet sich das Chaos? Ja, es lichtet sich nach und nach. Ich kann halt weder Hand nicht so. Der Frohe Mila macht viel. Panzer hat mir geholfen, Sascha hat mir geholfen. Das ist halt schwierig. Aber ich möchte euch trotzdem ein Update geben. Ich zeige euch jetzt mal den Game Room. Und ich denke, es lässt sich erkennen, wohin die Reise gehen soll. Und wünsche euch viel Spaß dabei. Ich trinke meine Fanta. Ja, muss auch mal sein. Ah, es gab die Fanta. Gibt nichts Besseres. Ich sitze in Zukunft bei den Videos ungefähr so hier, vor der Castlevania-Ecke. Wie genau ich das noch einstelle, weiß ich noch nicht. Aber wird sich ein Bild finden, ein ungefähres. Bin ja da eh nicht so penibel. Von daher jetzt viel Spaß mit der, ja, Game Room, sage ich jetzt mal, der jetzt ungefähr zu 80-85% fertig ist und den Feinstift braucht. Die Ordnung, was noch rumsteht, noch ein bisschen wegkommt. Die, und der Rest erfahrt ihr jetzt alles in dem Video. Bis gleich! So, hier fangen wir an. Das ist so der Dies und Das Bereich. Die Crash Bandicoot Reihe für die PS1. Eine Ratchet Lampe. Eine kleine. Das Mario Maker Sealed. Ein paar Amiibo Figuren. Hinten dran noch ein DS. Ein Advance-Spiel, die OVP von der Switch. Dann hier was vom Game Boy geblieben ist. Ich weiß jetzt gar nicht, 40 Spiele oder so. Ein Color, Advance, ein OVP. Der hintergrundbeleuchtete Game Boy, den ich mal bei Thorsten gewonnen habe. Das Mr. Nuts noch ein OVP für den Color. Der Lightmax. Und hinten dran, wirklich sehr schön Zustand, der Game Boy mit der Tetris Edition. Da haben wir hier jetzt in dem Regal das komplette, schätze ich mal, PlayStation-Bereich. Außer dieses Wii U für Smash Bros. Das ist sealed. So Steelbook Edition. Die beiden Pandemonium-Teile, die habe ich als Kind geliebt. PlayStation hat mich eh sehr wenig vergessen. Da hatte ich auch nur 67 Spiele und 61 sind geblieben. Weil das eigentlich für mich alles nur gute Titel sind. Ja, bis auf ein paar Ausnahmen. Dann die Time Crisis Box mit der Kanone, die ist komplett. Die habe ich mal von meinem Freund Panzer geschenkt bekommen. Wäre so oder so in der Sammlung geblieben, aber so natürlich noch ein emotionaler Wert dahinter. Der Rest PS1. Dann hier PS2 haben wir wirklich nicht viel Titel. Aber das Sly Cooper hier zum Beispiel, das ist sealed. Die GTA-Teile. Kommandos, das habe ich geliebt als Kind. Da als Jugendlicher besser gesagt. Das habe ich echt geliebt. Das habe ich sehr oft gespielt. Der Pate, Suffering, Mafia. Das ist auch nicht mehr der günstigste Titel. Das ist das Masters of the Universe für die PS2. Das ist geblieben. PS2 hat mich, glaube ich, gar nichts verlassen. Dann hier unsere kleine Switch-Sammlung. Da waren auch noch jetzt Geschenke wieder vom Don dabei, das Ghostbusters und so. Das Splatoon 2 hat er mal geschenkt. Bei unserem Deal hat er das einfach mitgebracht, weil ich vorher angefragt habe. Bombenaktion wieder vom Don. Eher einer der korrektesten Sammler, die ich kenne. Dann unten drunter meine PS4-Sammlung. Ja, das Crash, Call of Duty, Iron Fury. Die Flashback Classics liebe ich, Bioshock, Wolfenstein. Ja, ist dann auch so drin. Titanfall 2, das Mad Max leider immer noch nicht angezockt. Und das Uncharted 4 leider auch noch nicht. Und PS3 ist eigentlich auch alles geblieben. Da geht es da unten weiter. Und das Regal ist halt, wenn man in den Game Room reinkommt. Da haben wir ja direkt neben diesem Regal unser kleines PS Vita und PSP Regal. Wie gesagt, die PS Vita lächerlich. Da habe ich echt nur 3 Games. Ist nie dazu gekommen. Aber das Ratchet dabei. Und im Moment auf der Suche nach einem günstigen Sly Cooper dafür.
Und hier PSP-Spiele. Und hier die PSP-Filme in der Sammlung. Das ist hier, wie gesagt, recht überschaulich. Und ob es auf diesem Platz stehen bleibt, das weiß ich jetzt noch nicht. Von der Perspektive sieht man jetzt auch hinten das schwarze Regal mal eben waren. Das ist unsere Donkey Kong Vitrine geworden. Oben die Konsole, die ist auch komplett mit Expansions Pack, Spiel, alles drum und dran. Dann hier die drei SNES-Teile, jeweils mit dem Spieleberater. Nur bei Teil 3, der fehlt, der ist auch nur in England erschienen. Teil 1 und Teil 2 ist dabei in Deutsch. Und die drei Spiele jeweils komplett in Box für die SNES. Dann haben wir hier der Donkey Kong 64 Spieleberater und das Spiel auch komplett mit Expansions Pack alles. Das Atari 2600 Donkey Kong für den Game Boy Classic. Und hier liegt noch ein Mario vs. Donkey Kong. Darunter für die NES Donkey Kong Classic in OVP komplett. Das Donkey Kong für den NES lose. Dahinter ein kleiner Diddy Kong. Zwei Club Nintendo Hefte, die dieses Thema aufgenommen haben, Donkey Kong für die Vitrine zu verschönern. Die N64 VHS Kassette The King of the Jungle. Und Donkey Kong Country 2 für den Game Boy Advance. Die OVP habe ich ja aus dem Fabio-Deal. Das Modul hatte ich und die Anleitung fehlt mir leider noch. Dann unten der Donkey Kong 2 Comic von der Club Nintendo Serie. Ein Donkey Kong. Das Diddy Kong Racing ja auch noch ziemlich frisch in der Sammlung. Und dazu die komplette Serie für den Game Boy Color, glaube ich. Donkey Kong Land 1, 2 und 3. Daneben so ein kleines Regal entstanden, Tomb Raider. Oben diese Survival Edition, die ist auch komplett, bis auf das Spiel, aber alles andere ist drin. Das Spiel muss ich mir halt mal besorgen. Dahinter steht eine PS1 in kompletten Boxen, OVP, also die Konsole. Aber die OVP ist nicht mehr die schönste. Davor jetzt eine kleine Tomb Raider Serie entstanden, Teil 1, 2, 3 und 4 für die PS1 und das offizielle Lösungsbuch dazu jeweils. Dann den Game Gear, der ist geblieben. Dazu haben wir jetzt mal in dem Laden vom Don, sag ich jetzt mal einfach, in Trier, dieses Sonic the Hedgehog 2 und OVP uns gegönnt. Und Super Invaders haben wir dort mitgenommen. Ja, einfach ein Kultspiel. Und Tasmania haben wir noch dafür. Dann ist hier unsere kleine lose DS, den OVP, der steht ja vorne, habt ihr gesehen. Und der Rest der DS-Spiele gelandet. Und der Rest der Wii-Spiele, aber Wii hatte ich ja noch nie viel. Dann ist nebendran noch ein bisschen Chaos. Der Pikachu verschwindet noch. Dahinter noch der Kingdom Rabbids Aufsteller für die Switch von Mario. Und die Kiste hier ist voll mit Controller für und Kabel für alle möglichen Konsolen. Da muss ich mal gucken. Da haben wir hier eine kleine Doom-Ecke entstehen gelassen. Das Doom für die PS1, für die PS3, die International Uncut Version in dem Schuber. Dann das Doom 64 lose, aber das wird noch ersetzt durch einzelne OVP. Dann habe ich mal so Bilder vom Stefan, dem Blue Master, bekommen. Das ist geblieben. Den Soundtrack habe ich mal von Don geschenkt bekommen, der ist geblieben. Und das Doom SNES OVP ist auch geblieben. Habe ich auch mal günstig bekommen. Dann haben wir hier so eine kleine Mini-Hulk-Ecke, das SNES-Spielen OVP und das Advance-Spielen OVP. Ja, da muss man kauen, wenn der Game Room jetzt, wie gesagt, komplett fertig ist, wird da auch noch manches seinen Platz wechseln. Dann oben hat er ja dieses Mario Kart gesehen. Und da haben wir hier das Zubehör drin verstaut, weil fliegt es nicht im Raum herum.
Da habe ich nur noch ein bisschen Zubehör, zwei N64-Controller, die noch in gutem Zustand sind und zwei Guns für den NES. Und hier meine SNES Mini, die ist auch geblieben. Und Moment, oh. So wirkt das Ganze dann hier in der Ecke. Wie gesagt, das Chaos muss man sich halt auch ein bisschen wegdenken. Ist halt im Moment noch so. Jawohl. So, jetzt ist es noch früh am Tag und das mal beabsichtigt, dass man die Castlevania-Sachen auch mal sieht. Hier dieses Poster, was ich von Franz habe. Da hängt so eine Rosenblätter-Lichterkette drumherum. Sieht schön aus, wenn es leuchtet. Ist ziemlich selten, nur das Poster wird so 100 Euro aufwärts gehandelt. Ist aus der Maniac damals gewesen. Dann hier die Spinnweben. Die werden noch einen Platz finden. Das warte ich auch, bis wir fertig sind mit dem Umbau. Hinten dran so ein Spiegel mit Totenköpfen. Die Lord of Shadow Limited Collector Edition. Das ist dieser Bronzeschädel, der da drin ist. Da unten so ein Sarg mit den zwei PS2-Titeln. Curse of Darkness. Dann hier der Wii-Titel und nochmal ein Lord of Shadow. Für die PS3, das ist allerdings sealed, die UK-Version. Dann hier die vier Gameboy-Titel, inklusive dem Spin-off Kid Dracula, Betrayal's Adventure, Belmont's Revenge und der teure Titel Castlevania Legends. Jeweils mit der DS-Hülle, sage ich, und Originalmodul. Dann hier das Circle of the Moon. Das ist mal eine Channel-Spende von Dieter aus St. Pauli. Liebe Grüße an dich, mein Freund. Das NES Classics. Dahinter. Ich glaube, das Harmony of Dissonance in der Japan-Variante. Und das Doppelpack war ein Geschenk oder Tauschstil von meinem Freund Monkey. Deswegen auch der Affe im Vampirregal. Da haben wir hier die drei NES-Teile, zusätzlich zu dem Bild, was mal der Schwede mal geschickt hat. Also das Castlevania, wie alles begann quasi, sage ich jetzt mal. Simon's Quest und Dracula's Curse. Dazu dieses Pixel Frame, was ich von meinem Freund Schwede bekommen habe, wie man sieht. Ganz liebe Aktion wieder gewesen von ihm, auch ein super Sammlerkollege immer gewesen. Oder ist. Dann ein Symphony of the Night Blechschild für die PS1, das Castlevania Chronicles und ja, ein Kultspiel seiner Zeit voraus. Ich kann das nur immer wieder sagen. Symphony of the Night kann ich nur jedem ans Herz legen. Dann hier, ja, ein bisschen Deko. Dann der original japanische Soundtrack zu Symphony of the Night. Ich liebe ja die Musik aus Castlevania. Dann ein Geschenk von Franz gewesen, die japanischen PS2-Spiele von Castlevania. Einfach geil, das ist vom Artwork viel, viel cooler wie die europäischen. Und deswegen werde ich auch viel noch aus Japan mal besorgen, was erschwinglich ist vom Preis natürlich. Dann haben wir hier die normalen Versionen von Lord of Shadow, Teil 1 und 2. Dann das Castlevania, Lord of Shadow, Mirror of Fate. Das ist auch auf einer PS3-Variante, kann man das auch spielen. Gibt es so eine Edition. Dann das Dawn of Sorrow und hinten dran die PS3 Lord of Shadow 2 Gruftbox für die PS3. Dieselbe habe ich auch nochmal sealed. Da sieht man auch, was drin ist. So grob. Wer das aber genau sehen will, empfehle ich eins der letzten Videos vom Olli, also der Dattelkammer. Unbedingt mal reinsehen. Der hat die unboxed für die Xbox 360. Dann hier der teure Titel, das Legacy of Darkness für die N64. Und das Castlevania hat keinen Zusatznamen für die N64. Beides komplett in Box. Dann ein japanisches
Castlevania Gameboy Spiel, ist glaube ich Belmont's Revanche. Auch ein schönes Cover. Dahinter die PSP-Variante Castlevania Chronicles, The Dragulas Chronicles. Dann hier auch wieder ein bisschen Dekomaterial, das hat mir Franz vom Flohmarkt besorgt. Bei sich da im Osten, sieht unheimlich cool aus und passt unheimlich hierher. Sieht natürlich cool aus und optimal, da bewahre ich so die Flipperschlüssel auf. Da weiß ich immer, wo sie sind. Daneben, ja, ich würde sagen, das Heiligtum meiner Sammlung. Das Vampire Kiss und Super Castlevania 4. Dahinter ein Amiibo, Simon Belmont. Da haben wir hier noch, das habe ich mir vor kurzem gekauft, Portrait of Ruin für den DS, ist komplett, auch mit einem Poster. Und für den Mega Drive von Dustin zum fairen Kurs bekommen, Castlevania The New Generation. Ja, ist auch Kult. Fehlt leider die Anleitung, aber vielleicht hat man mehr Glück. Dann eine Fledermaus, die uns begrüßt vom Grafen. Das ist das Bild von der Studentin. Von der habe ich jetzt noch zwei Bilder geordert, gekauft. Die sind noch nicht da. Einmal Dracula mit Alucard, dem jungen Alucard als Sohn auf einem Bild. Und einmal der erwachsene Alucard auf einem Bild extra. Dann von Patrick Zockerbode, der mir, bei dem ich immer noch Schutz stehe für den Dracula. War aus Münster, also er kommt da aus der Nähe, hat mir den besorgt. Und dann hier das nochmal, das Gewinnspiel ist komplett in Box beim Castlevania Special Teil 3, was in ca. 2 Wochen erscheint. Und dann hier eine Lehrlingsarbeit aus eBay Kleinanzeigen, die leuchtet halt eben abends auch schön. Das war ein Gesellenstück oder wie man sowas nennt heutzutage. Ist aus Holz, beleuchtet, coole Sache. Und so sieht die Castlevania-Ecke dann quasi aus zurzeit. Ich sage, werden aber auch noch kleine Veränderungen kommen. So, neben Castlevania habe ich gedacht, Resident Evil passt ganz gut dazu. Hinten einmal das Lösungsbuch zu Resident Evil 2 und dann noch so ein Comic mit Postern, sage ich jetzt mal, so eine Gimmicks. Die PS1-Teile, Resi 1, 2, Nemesis und Survivor, alle kompletten Box. Dann für die PS2 sealed noch der Kettensägen-Controller. Dann hier die PS2-Teile, was ich habe. Soll nahezu komplett sein bei der PS2. Das N64 Resident Evil. Dann das Deadly Silence, war mal ein Deal mit Dario, ein Tauschdeal für den DS. Da haben wir hier einige Wii-Sachen, drei davon sealed, das Resident Evil Zero sealed, das Resident Evil Archiv ist auch nicht mehr ganz so günstig sealed und das Resident Evil 4 mit der Lightgun ebenfalls noch sealed. Dann hier für ein 3DS das Revelations mit dem Circle Pad, das Mercantaris 3D, das Resident Evil für den Gamecube, das Zero für den Cube, das Resident Evil 4 für den Cube. Ja, dann PS3 und PS4 Titel. Dahinter ein Poster, das hat mir Dario mal als Goodie reingemacht. Ja. Und ich weiß nicht, warum es jeder zerreißt. Ich liebe Resident Evil 5. Ich zocke es einfach so gern. Keine Ahnung warum. Ich glaube, das Resident Evil, was ich neben Teil 1 am meisten durchgespielt habe. Oder am öftesten durchgespielt habe. Ja, und so wirkt dann die Resi Vitrine quasi. Jo. Da hole ich euch mal eine Runde mit zu meinem Flipper. Ich glaube, ich was reise. Thank you.
Ja, der Flipper ist soweit noch in einem guten Zustand. Dieser Ball ist ein Kabel ab, aber ihr glaubt nicht, wie viel Technik und Dings da drunter steckt. Bei uns im Ort wohnt aber jemand, der Flipper restauriert. Und da kommen wir jetzt nochmal dran machen demnächst. Ansonsten hat er den Ausflug, die 360 Kilometer, unfallfrei überlebt. Ja. Dieser Ball, der dreht sich nun mal ganz schnell. Das war's. Moment. Gar nicht so schlecht. Gleich geht's weiter. So, dann kommen wir hier zu unserer Zelda-Vitrine. Hier mal eine Channel-Spende vom Blue Master gewesen. Das weiß ich gar nicht mehr woher. Die Figur habe ich mal eBay-Kleinanzeigen für günstig Geld geschossen. Der Switch-kabelgebundene Controller. Dann diese Amiibos waren eigentlich schon bei Jan, also ein Sammlerkollege von mir, von uns. Die waren aber mal unboxed. Und Fehler von mir, also haben wir dann direkt gelöst. Also ich habe es nochmal zurückgeholt. Die waren alle mal auf. Und er wollte sie halt sealed haben. Könnt ihr absolut verstehen. So dass sie jetzt dann doch hier bleiben. Dann für die SNES Link to the Past, das Lösungsbuch und Spiel, komplett in Box. Hing dann noch so ein Zelda-Krug, so ein Clip-Nintendo-Heft, ein paar Leuchten, dann das Sealed Twilight Princess für ein Wii, ein Mini-Cap, lose. Krieg jetzt aber noch ein Game Boy Advance-Spiel, die OVP mit Anleitung von meinem Freund Monkey geschickt, ein Tauschdeal. Dann hier das Majora's Mask mit kompletten Box mit Lösungsbuch. Der passende Amiibo dazu. Dazu umgekehrt das Ocarina of Time mit einer Ocarina und auch dem passenden Amiibo dazu. Dahinter noch der Wii U-Teil einer und die Skyward Sword Edition mit der CD. Ich mag ja Game-Musik, sagt bei mir ziemlich viel. Darunter die DS-Titel, Ocarina of Time 3D und Majora's Mask. Dann die Spirit Tracks, diese Special Edition, die am Anfang rauskommen ist für den DS. Das sind so Figuren dabei, die nur bei dieser, wenn du sie vorbestellt hast, drin waren. Dann das Three Force Heroes, das ist noch gar nicht lang in der Sammlung. Und da hinten der Adventure of Link für den NES, der andere Teil fehlt mir zurzeit noch. Da noch eine Leuchte, die ich vor kurzem im Tauschdeal hatte mit Don. Jo, und wie Resident Evil links vom Flipper steht, steht Zelda rechts vom Flipper. So, dann hier seit neuestem
über einen Sammlerkollege geregelt bekommen zum Originalpreis, die PS5 mit der Disc-Variante. Ein paar Games dazu geholt. Zurzeit zocken wir gerade das Ratchet und Clank durch. Danach oder parallel werde ich wohl heute Abend oder morgen das Resident Evil Village anfangen. Watch Dogs war bei der Variante dabei, oder das musste ich mitnehmen, sagen wir mal so. Und Chaos Bean war eine Spende von Don, weil ich die PS5 bekommen habe. Er ist durch und hat gesagt, komm, da hast du was zu zocken, nimm es. Dann hier ist noch das Chaos, die neue Couch ist noch nicht da. Das ist der Rest, was ich noch habe, was weggeht. Alles andere ist weg. Hier das Chaos bleibt. Noch so zwei Leuchten und so. Weil wenn die neue Couch hier ist, kommt hier vorbei. Ja, wo meine Chucks liegen. So ein 8er Kallax, also so ein flaches. Zwei übereinander. Und da kommen die Lampen da noch drauf. Die werden batteriebetrieben. Ja, wenn es da ist. Dann haben wir hier Fernseher 1, sind noch nur noch drei jetzt da. Fernseher 1 mit allen möglichen Konsolen, was man dann auch wirklich nur anschließt, was man in dem Moment spielt. Also von SNES, Wii, GameCube, PS2. Ja, hier haben wir PS3, 4 und 5 dran und die Switch. Das Teil hat 3 HDMI-Eingänge, also 1 muss immer wandern. Und da man im Moment bei die PS3 erst kaum noch nutzen, ist die im Moment auch abgeschlossen. Da haben wir hier den Oldschool Retro TV. Da hängen Oldschool Konsolen dran. Die NES, die PS1 und meine Kindheitskonsole, den Atari 2600, was ich immer noch liebe zu spielen. Hier haben wir mal einen Rundumblick. Ja, das wird auch noch alles so geändert. Das ist die andere Decke hier. Und so sieht das dann quasi aus, wenn man im Moment auf der Couch guckt. Aber wie gesagt, da kommt so ein Big Sofa bestellt rein. Das ist so alles in einem ist und dann ist das auch wieder ein bisschen Chaos weniger. Wie gesagt, gut Ding braucht Weil. Aber ein paar Leute haben gesagt, gib mir mal ein Update. Dann mache ich das doch gerne. So, dann geht es hier weiter mit der Nintendo 64 Leuchte. Drunten noch die N64, also N64 sind drei geblieben. Eine lose hier, die Jungle Queen. Die Donkey Kong, die ihr gesehen habt. Und noch die normalen OVP. So, kommen wir auch direkt los. Ich habe von jeder Nintendo eine OVP behalten. Also eine Konsole OVP, außer die GameCube. Irgendwie habe ich das verpasst. Aber bin schon wieder am Suchen. Fangen wir hier an mit der Nintendo Wii, noch Controller, der ist noch sealed, zwei Remote, die Wii U, die besagte N64, die Atari 2600 Darth Vader in OVP, mein Lieblingsspiel auf der Atari Hero, die Big Box von Lilith Wars, dahinter noch versteckt die Nintendo Scope und am Dodo seinem Krokodil, ein Glücksbringer, ein paar Nintendo Taschen, dann hier die NES in OVP und eine SNES in OVP mit dem einzigen Sealed-Spiel von SNES, was ich habe. Championship Pool in der NTSC-Variante. War geschenkt von Franz, bleibt hier. Dann fangen wir an. Also insgesamt sind 50 SNES-Spiele bei mir geblieben, alle in OVP und bis auf Dennis alle mit Anleitung. Und dieses böse Spiel fehlt die Anleitung. Im Moment ist nirgends anderes zu finden. Ist wieder herrlich. Ja, was geblieben? Mario World, Yoshi Island, das indonesische Superstar Stocker the Dicks, Goof Troop, Smash Tennis, Flintstones, Aladdin, ja, Mega Man X, Zombies, Lemmings, Vegas Dex, Chuck Rock, Super Tennis, Super Soccer, Street Fighter, Street Fighter Turbo, die Batman-Teile, Rock'n'Roll Racing, Super Mario Kart, Super Ghouls and Ghosts, Formel 1, Killer Instinct, All-Stars, R-Type, John Mack, Diana Jones, Bomberman, F-Zero, Pack Attack,
und was da eben halt in den verschiedenen Themenregalen gesehen habt. Dann hier eine Tetris-Lampe mit dem NES-Game. Ich habe im Moment nur ein Tetris, was ihr gesehen habt, für einen Gameboy. Da werde ich mal noch eins besorgen, eventuell das auch in OVP für hier hinzustellen. Dann hier unsere, also 50 SNES-Spiele waren es und genau 50 N64-Spiele oder 51, weiß ich nicht genau. Smash Brothers, Mario Kart, Harvest Body, Mario Tennis, Mario 64, Mario Golf, Yoshi's Story, F-Zero X, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Wayman 2, die Turok-Teile, Killer Instinct Gold. Und im Gegensatz zu mir hat Milan auch ein paar lose Module behalten. Ich mag sie nicht mehr haben. Also beim SNES, was hier jetzt noch reinkommt, kommt ein OVP rein. Da haben wir hier noch ein bisschen NES-Zubehör. Oh, was wir von NES haben, habe ich behalten, war überraschend für mich. Das sind mit die meisten Spiele, waren glaube ich 55, was Nintendo angeht, was geblieben ist. Und da hatte ich 130 gehabt oder so. Das blieb ein OVP bei mir. Klar, die Mario-Teile, DuckTales, Mario Bros., Duck Hunt, Mega Man 3, The Battle of Olympus, Wet Racer und Giga T-Rock und jede Menge lose Module, teilweise mit Anleitung, Mega Man 2, DuckTales 2, Ghosts'n Goblins, Marble Madness, das lieb ich. Dann hier haben wir unsere 3DS-Sammlung ganz unten mit dem Aqua Blue kompletten Box. Kann man ja die Titel auch ein bisschen lesen jetzt. Also es sind nur bei 3DS wüsste ich kein einziges Schrottspiel, was wir haben. Vielleicht eins, die Sims. Das war's dann. Dann nebendran unsere kleine beschauliche Wii U-Sammlung mit dem Luigi und Mario Remote Controller, sage ich jetzt mal. Da habe ich auch noch zwei, drei Seal-Dinge, die ihr eben gesehen habt. Dann hier unsere GameCube-Sammlung, was geblieben ist. Ja, was ist so? 27, 28, mit allem, was dann noch in den Specials steht. 30, 33 Spiele. Ich jetzt in der App genau nachschauen. Hier diese Pac-Man-Lampe mit Pac-Attack und für den Atari, was ist echt Pac-Man. Die Pac-Man-Lampe habe ich von Dustin, bei dem so eine Sammlungsauflösung erstanden. Dann haben wir hier unsere Atari-Sammlung. Ja, Bobby geht nach Hause, absolutes Kult, Shoplifter, Jungle Hunt, Galaxian, Dick Duck, Pitfall 2 ist auch zum Beispiel nämlich günstig, Midnight Magic, Juiced, Frogger, Cubeyard, Atlantis, Centipede, Roadrunner, Mario Bros. Und Känguru jeweils kompletten Box und das Hero auch. Und ja, bis gleich. So, das war die Game Room Tour. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Dann Daumen hoch. Wenn es nicht gefallen hat, dann Daumen runter. Für jeden, der es gefallen hat und den Kanal noch nicht abonniert hat, wir freuen uns über jedes Abo. Wem es nicht gefallen hat, dann bitte auch nicht abonnieren, sondern einfach gehen. Auch kein Problem. Alles gut. Prost. Kleines Heineken vom Fass. Ja, wie gesagt, jetzt noch, wie ihr gesehen habt, neue Couch. Dann kommt, wenn die steht, das ist so ein Big Sofa, dann das ganze Kabellage an den Fernseher nochmal. Alles vorziehen noch einmal. Da kommt so ein Kabelkanal hin. Kommt ein Elektriker nochmal vorbei. Guckt sich das alles an. Nochmal. Er war schon da vor ein paar Monaten. Da war das alles noch mehr Chaos und so. Aber ich lasse ihn noch einmal drüber gucken über ein paar Sachen. Jetzt gerade wie im Flipper. Und versichert habe ich alles gut. Gegen alles Mögliche. Danke, Franz. Ja, es geht vorwärts. Cool, Flipper ist endgeil. Wie gesagt, das Flipper-Video war ja nicht lange online, das ging wegen Schluss halt irgendwie. Ja, man kann nicht alles online lassen und ist nur per Link halt zu erreichen. Und
Ja, macht halt eben einen riesen Gaudi. Ich freue mich jetzt auf neue PS5-Spiele. Hab einen Tausch mit dem Don gemacht. Da kriege ich wieder ein paar Games her. Ja, da ist halt auch zuerst mal genug Zockmaterial da. Das wird dann zuerst mal gespielt, bevor ich nach neuen Spielen schaue. Im Moment jage ich gerade Order auf Ecclesia für Castlevania. Finde das Scheißspiel ist. Ja. Moment, schweineteuer. Ich hoffe, irgendwie einen Schnapper zu finden. Das wird im Moment gejagt. Das ist so das Spiel, was dann jetzt ansteht. Dann Kongas für den N64 OVP steht auf der Liste zu jagen. Ja, einzelne Spiele halt. Das macht richtig Gaudi. Und dann ein GameCube in OVP, weil ich meine zwei, die ich hatte, ja, gedacht habe, ich habe drei. Habe wohl nur zwei gehabt. Ich weiß aber, warum ich gedacht habe, ich habe drei, weil ich noch eine japanische hatte, die ich Euler abgetreten habe. Das habe ich auch gewusst, aber irgendwie. Ja, egal. Ein GameCube in OVP ist das geringste Problem. Und da versuche ich jetzt gerade entweder die Resident Evil-Variante oder die Zelda-Variante mal in OVP zu holen. Mal gucken, was es wird. Wird ihr erfahren. Ansonsten, ja, ich finde Game Room Setuna mal schöner aus wie vorher. Auch jetzt in diesem 80% Stadium. Und man fühlt sich freier und wohler. Das lässt sich jetzt schwer erklären. Ist auch egal. Ich weiß, nicht egal, aber der Raum wirkt viel größer, weil nicht überall ein Regallabyrinth aufgebaut ist und hier Spiele und da und dies und jenes. Und so viel gezockt, wie ich die letzten 4 Wochen habe, trotz dass ich den ganzen Verkaufsscheiß und so habe und trotz dass die Hand kaputt ist. Habe ich, glaube ich, schon 2 Jahre mehr. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video, viel Spaß beim Sammeln, viel Spaß beim Zocken. Ciao.